Hallo, Herr Gundelach. Hallo, Herr Hoffmann. Sie Snob. Ja. Ich habe mich schon mal dahin zurückgezogen, wo wir ja beide gemeinsam den Großteil unseres Sommers verbringen werden. Ins Freizeitzentrum nach Blossin. Jetzt verstehe ich, warum da Premium drüber steht, wenn ich das im Internet suche. Ja, genau. Ah. Und schauen Sie mal hier im Hintergrund. Sehen Sie hier? Meine Zweitjacht, die ich mir durch die Corona-Zuschüsse jetzt ja wieder leisten kann. Ja, prompt kommt bei mir die Feuerwehr. Ja, ja, das sind die Irren. Die Irren und Idioten. Ja, aber dazu gehören wir. Wir wären nicht irre und nicht ein bisschen idiotisch, wenn wir nicht freiwillig und mit so viel Begeisterung und Freude solch ein Projekt wie Olami Korama machen würden. Nicht wahr? Und glücklicherweise ist es ja jetzt so, dass die Corona-Bestimmungen mittlerweile in einem Bereich sind, wo man tatsächlich wieder Ferienlager machen kann. Das ist so wahr. Es gibt ja ein ganz böses Gerücht Olami Korama betreffend. Das lautet, dass niemand weiß, was es ist. Okay. Ja, dann beschreiben Sie es doch mal, Herr Gundelach. Also, wenn uns die Kinder fragen, was ist denn Olami Korama, oder die Erwachsenen, die hören davon, was soll denn das sein? Sind das die Anfangssilben eurer Namen oder sonst was? Nee. Bei Olami Korama geht es ganz doll um Fantasie und die Fantasie, die wir wecken wollen, die wir auslösen wollen. Und darum haben wir uns lange und viel Gedanken gemacht in einer legendären Nacht und verschiedenste Silben und Vokale zusammengebracht. Und am Ende dieser wunderbaren Nacht sahen wir dieses Wort vor uns, Olami Korama. Und wir wussten noch nicht, was es sein wird, aber wir wussten, dass es sein wird. Genau. Und mittlerweile wissen wir auch, was es ist. Ja. Nämlich die großartige Möglichkeit, zusammenzukommen mit dem Team von Olami Korama, Kinder, Jugendliche und einfach ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und wir gucken, was zum Schluss bei rauskommt. Ja, und Herr Hoffmann, das Unfassbare an dieser ganzen Geschichte ist, wir sind in unserem 10. Jahr. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich beeindruckend und ich habe aber dafür etwas mitgebracht, wie wir angefangen haben, damals, vor 10 Jahren. Schauen Sie mal hier. Oha. Herr Gundelach, das sind Erinnerungen. Wo haben Sie denn die ausgegraben? Ich hatte wirklich, nachdem ich wusste, welches Thema wir heute haben werden, auf einmal wurde es hell hier im Raum. Ich dachte, Mann, da gibt es doch bestimmt Fotos, die doch keiner gesehen hat. Nicht mal ich mit klarem Verstand. Genau, und die habe ich dann gefunden. Die waren in der privaten Fotomediathek hinterlegt. Und ich dachte mir, das ist schon interessant, wie wir angefangen haben, wie wir tatsächlich im Dreitagesrhythmus von Zeltplatz zu Zeltplatz getingelt sind und gehofft haben, dass da Kinder Interesse daran haben, mit uns verrückte Sachen, kreative Sachen auf der Bühne zu machen. Mittlerweile ist es ja so, dass wir sozusagen unsere Sommerferien immer in Cottbus starten, beim Jux e.V., da sozusagen das erste Camp machen und dann umziehen hierher ins Ferien- und Freizeitzentrum nach Blossin. Und ich bin froh darüber, muss ich sagen. Es war schon nicht ohne. Nicht jeder Zeltplatz ist gleich, wie der geneigte Zuschauer sicher weiß. Und nicht immer wurden wir mit wirklich offenen Armen empfangen. Teilweise vom Wetter, teilweise auch von den Zeltplatzbewohnern und Besitzern. Genau. Also insofern haben wir jetzt ideale Bedingungen, um mit den Kindern gemeinsam die Ferien zu verbringen. Und ich bin mir sicher, das werden wieder richtig tolle Ferien. Also ich freue mich riesig drauf, muss ich ehrlich zugeben. Ich freue mich da auch ganz doll drauf und ich hätte gerne noch unter dieses Video das erste Olami Korama-Lied runtergelegt. Das, was wir damals noch geschrieben haben, bevor wir das legendäre Thema bekommen haben, das jeder kennt, der einmal am Olami Korama-Projekt teilgenommen hat. Jedoch, es gibt keine Aufnahmen, wie wir offensichtlich noch nicht in der Lage waren, besonders gute Fotos zu machen, siehe eben, waren wir auch nicht in der Lage, mal vernünftig zu produzieren und etwas festzuhalten. Das können wir jetzt alles viel besser. Genau, wenn es denn klappt. Den Aufnahmen. Das ist auch so ein kleiner Fluch, unter dem wir leiden, dass wir schon immer versuchen, eigentlich vernünftige Mitschnitte von unseren Veranstaltungen zu machen
Und solange wir Profis daran lassen, klappt das auch. Aber wehe, 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 wir versuchen das selbst. Dann gibt es solche Klassiker wie, ich drücke mal lieber zweimal auf den Rekordknopf, um sicherzugehen, dass die Aufnahme funktioniert. Jeder weiß, was passiert, wenn man zweimal auf den Rekordknopf drückt, zum Beispiel. Genau. Das Einzige, was in diesem Jahr noch offen ist, ist ja die Frage, wie und ob es eine Revue-Aufführung geben wird. Da müssen wir abwarten, wie die Corona-Regeln sich bis dahin verändert haben, vielleicht sogar zu unseren Gunsten weiter verändert haben. Aber auf jeden Fall werden wir irgendeine Lösung finden, das, was wir mit den Kindern hier erarbeitet haben, auch sichtbar zu machen. Davon gehe ich aus, insbesondere weil wir ja in Sachen Filmkunst und Videotechnik wirklich aufgerüstet haben und auch an Fähigkeiten dazu gewonnen haben. Wir haben in Blossin eine wunderbare große Leinwand, wo auf der wir zumindest einige Ergebnisse der Proben zeigen werden können. Und es gibt definitiv so etwas wie eine Aufführung und die wird definitiv anders sein als in den vergangenen Jahren. So ist es. Die Termine blenden wir einfach nochmal ein am Ende dieses Videos. Wer also noch Interesse haben sollte, an diesem Camp teilzunehmen, einige Plätze sind noch da, nur noch ganz wenige im zweiten Durchgang, aber noch einige durchaus im ersten Durchgang. Blenden wir alles ein. Informieren auf der Internetseite und möglicherweise einfach dabei sein. Schon in diesem Jahr. Genau. Wir freuen uns ganz doll auf alle, die sich jetzt schon angemeldet haben und sind ganz gespannt auf die neuen Gesichter. Es sind ja wohl doch einige dabei. Und wir freuen uns sehr, dass Olamikorama auch in seinem 10. Sommer stattfinden wird. So, Herr Gundelach, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle jetzt schon mal von Ihnen und hoffe, dass ich Sie jetzt noch ein ganz, ganz klein wenig neidisch machen kann. Also bleiben Sie kurz noch dran. Ja. Ich hoffe, das führt dazu, dass Sie jetzt mal neidisch hier nach Blossin schauen und sagen. Also. Ja, okay. Ja. Die einen haben den See. Und die anderen einen Ventilator. Einen schönen Tag.